glaube, wir haben vorerst mit allen gesprochen. Wenn ich überraschen, wirkt jetzt keiner von ihnen. Als ob er zwingend der Schuldige ist. Vielleicht war es ja gar niemand aus dem engeren Umfeld. Vielleicht sollten wir eher in andere Richtungen denken. Zum Beispiel zu einem Vogel. Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, wann man überhaupt die Szene aus dem Film geschnitten haben könnte, aber eine Sache scheint sicher zu sein. Es wäre nicht leicht für einen Außenstehenden gewesen, sich während des Zeitfensters, das wir im Auge haben, Zugang zu den Filmrollen zu verschaffen. Ganz zu schweigen davon, dass heute überhaupt nur zufällig ausgewählte Gäste und VIPs ins Kino gelassen wurden. Hm, ja, an der Tür wurde jeder genau überprüft, stimmt's? Es wäre sicher nicht leicht, sich hier reinzumogeln. Und sowohl Rector als auch Cutter sagen, dass mit dem Film alles in Ordnung war, als sie ihn vor der Vorführung überprüft haben. Also selbst wenn es jemand geschafft hätte, sich unbemerkt ins Kino zu schleichen, wäre er trotzdem nicht vor Beginn der Vorführung an die Filmrollen gekommen. Was machst du da? Ich guck, wie lange wir schon aufnehmen. Okay. Interessant. Genau das habe ich auch gedacht, Ernest. Falls die Kostüme wirklich gestohlen wurde, muss es ein Mitarbeiter des Kinos oder ein Mitglied des Produktionsteams gewesen sein. Die Musik im Hintergrund kenne ich. Ich auch. Die haben bestimmt nur Musik von alten Welten teilgenommen. War das in irgendeinem Spiel die Rätselmusik? Ich glaube, Maske der Wunder. Das könnte. Oder vielleicht ruft das Phantoms. Also ich weiß, es ist nicht in den ersten Reihen. Ja, das nicht. Weiter. Also ich bin mir ziemlich sicher, eins der zweiten Trilogie, aber ich glaube, es war auch nicht Aslan. Oder vielleicht doch auch mit. Nee, ach, was weiß ich. Ich glaube, du hast recht. Ah, wir sollten nicht vergessen. Jetzt ist die Musik anders. Dass es noch jemanden gibt, mit dem wir noch nicht ordentlich sprechen konnten. Das stimmt. Suchen wir Mr. Rector auf und schauen wir, ob jetzt ein paar Fragen beantworten können. Ich kann nur hoffen, dass er sich inzwischen etwas beruhigt hat. Ja, das geht mir ähnlich. Ich frage mich, ob er noch in der Lobby ist. In der Filmemacher-Lobby? Neben Lobbyismus. Ja. Ich finde, das sieht so süß aus. Ich finde meins, das sieht so... Ich mag Frauen mit Brille. Ja, das Ding mit dem, es bleibt alles so wie es ist, das stirbt wohl nie aus. Stimmt. Sehr alt, aber. War auch von RTL oder wer hat das gezeigt? Ich glaube RTL. Ziemlich gemein geschnitten, nur um den schlecht dastehen zu lassen. Die Frau redet ihm immer wieder rein und ist ungehobelt und er ist derjenige, der schlecht dasteht. Nur weil er sich dagegen wehrt. Das ist voll gemein. Wird gemobbt und da noch als Opfer dargestellt. Als Täter. Was? RTL. Ja, RTL ist eh ein Scheißverein. Ich sag das gerne nochmal. Auch unter Eid. Ja, obwohl er früher die Avantgarde bevorzugte, hat sich Reggie Director in letzter Zeit eher dem Mainstream und simplen Liebesgeschichten zugewandt. Und das soll jetzt wichtig sein für die Lösung, dass der Papagei das gemacht hat? Okay. Weiter! Oh, Moment. Ich habe schon wieder das Falsche gegriffen. Ja. Weil da nicht dran steht, bewegen, sondern irgendwas Japanisches. Okay. Foyer vom Saveloy. Ja, genau, stimmt. Also können ja nur noch so zwei oder so Aufnahmen sein bis dahin. Kein Regisseur! Ah, aber da sie ist Emiliana. Schaut mal, vielleicht weiß sie, wo wir ihn finden können. Ja, fragen wir sie einfach, auch wenn sie uns wahrscheinlich nur gegen ein Rätsel sagen wird, wo er ist. Und so können wir auch herausfinden, wie weit sie mit ihrem Profiling ist. Oh ja, stimmt, Brillenträger wirken Intelli-Klüger. Intelli-Klüger, ja. Wollen wir als erstes mit dem Typen reden? Ja, reden wir mit dem Typen. Er hat kein Rätsel. Schade. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, sich hervorzutun, Catriel. Wollen wir mal sehen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Ja, das war's auch. Ich habe kein Rätsel. Nein! Okay. Oh,
Ja, ich sie gesprochen habe. Oh, sie sind ja... Sie sind immer noch hier und tun so, als würden sie echte Detektivarbeit machen. Ja, es, genau so hast du sie gemacht. Wenn sie so gut darin... Wenn ich so gut darin wäre. Wenn ich so gut darin wäre, anderen was vorzugaukeln, könnte ich auch so tun, als ob ich sie mögen würde. Also, wie kommen sie denn voran? Nun seien sie mal nicht so, Catty. Catty? Catty. Sie stecken mit Sicherheit in einer Sackgasse, weswegen sie hergekommen sind, um zu sehen, ob sie mir etwas entlocken können. Was, dass diesen... Egal. Der Satz passt auch so. Ja. Ganz und gar nicht. Ich war nur neugierig, wie sie bei ihrem Profiling vorankommen. Sehr gut, kann ich Ihnen sagen. Vielleicht merken Sie ja, wie krude Ihre eigenen Bemühungen sind. Ihre eigenen Bemühungen. Wenn Sie erstmal. Wenn Sie. Ich weiß das schon. Ja. Wenn Sie mal ein paar echte Schlussfolgerungen hören. Ein Hauch von hochmodernem Profiling. Weiter. Mach weiter. Auch hochmodern Profiling könnte wahre Wunder für Ihre zukünftigen Ermittlungen führen. Ach, Träumen ist ja noch erlaubt, oder? Übrigens, ich sehe gerade was im Chat. Das hat mich etwas amüsiert. Der letzte. Weißt du, als ich angefangen habe, eine Brille zu tragen? Ja. Da wirkte ich auch anfangs klüger. Aber das verging schnell, das ist schön. Ich bin nämlich nicht klug. Ich bin nicht K-L-U-K. Okay. Wisst ihr, bei dieser Dame will ich mich immer erstmal ausgiebig kratzen. wo? Schnauze, Bluthund. Unterbrich mich nicht mit deinen sinnlosen Japsen. Was? Japaner? Japsen. Wuff, wuff, soll heißen, sie nerven. Durch Gespräche mit allen Beteiligten konnte ich ein detailliertes Profil des Falls erstellen. Filmcutter war als einziger mit der abschließenden Kostüme unzufrieden. Anders gesagt, er ist der Einzige, der überhaupt ein Motiv hat. Er hatte sich beim Regisseur darüber beklagt, dass die gestohlene Szene gar nicht zum Film passen würde. Aber Cutter hat ein Alibi. Andererseits war Simi Rowling allein im Vorführer und hatte somit die Gelegenheit, das Verbrechen zu begehen. Dort gibt es aber kein klares Motiv. Der Simi Rowling ist zwar verrückt nach seinen Maschinen, aber selbst so gut wie kein Interesse, hat aber so gut wie kein Interesse in den Filmen, die er vorführt. Daher hat er kein Motiv, dieses Verbrechen zu begehen. Die logische Schlussfolgerung ist also, dass der wahre Täter jemand anders sein muss. Jemand, dem wir noch nicht auf die Schliche gekommen sind. Aber wer könnte das sein? Die einzige andere Person, die Zugang zur Filmhalle hatte, haben wir bisher noch nicht ausreichend verhört. Den Regisseur? 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 Ja. Regisseur? Direktor. Rektor? Aber wieso das? Wieso? Rektor ist bekanntermaßen Perfektionist. Es ist weithin bekannt, dass er besessen von Details ist. Selbst bei der Form der Wolken am Himmel oder beim Rauschen der Wellen legt er großen Wert auf Einzelheiten. Und es scheint, als hätte ihm die letzte Kostüme seines neuesten Films schon eine ganze Weile Kopfzerbrechen bereitet. Der Perfektionist in ihm konnte sich einfach nicht entscheiden, ob die Szene gut genug ist. Ob sie den Teil seines Magnum Opus sein durfte. Er quälte sich bis direkt zur Premiere heute mit solchen Gedanken, bis er schließlich eine Entscheidung fällte. Die Szene muss raus. Da er keine Zeit zu verlieren hatte, schnitt er die Szene aus der Filmrolle, um sich dann zu
verstecken. Um sie dann zu verstecken. Um sie dann zu verstecken. Was wolltest du tun? Sorgen. Nichts. Alles nur für den perfekten Film. Ah, mein Stylus! Das ist das Ergebnis, wenn man Schwachsinn macht. Das ist das Ergebnis meiner Analyse aller verfügbaren Beweise. Sehr interessant. Das ist zweifelsohne eine plausible Theorie, Emiliana. Okay, ich lasse es. Ja. Oh, ich hatte nicht gedacht, dass sie mir so gnädig zustimmen würden. Aber irgendwas stört mich dran, einfach. Was sehen Sie ein Problem in meinem Profil? Ein Profil in meinem Problemming. Es ist nicht wirklich ein Problem, nein. Da ist nur etwas, was ich noch nicht recht greifen kann. Sie müssen wissen, Emiliana, Miss Laytons Schlüsse gehen über Logik und Verstand hinaus. Sie haben ihre ganz eigene Magie. Zauberei hat beim Lösen von Fällen nicht zu suchen, Agnes. Catriel arbeitet nur mit Ahnung und ihrem Bauchgefühl. Mehr nicht. Und beides ist unzulässig. Oder unzuverlässig. Oder unlässig. Unlässig, ja, es ist nicht lässig, das stimmt. Es muss lässig sein. Nun, jedenfalls glaube ich, dass wir uns nochmal mit Miss Director unterhalten sollten. Mhm. Er war beim letzten Mal zu aufgebracht, um etwas Nützliches beitragen zu können. Nun, das ist sicher wahr. Je mehr Informationen wir sammeln, desto besser. Ah, und wenn man vom Teufel spricht, da drüben ist er doch, oder? Oh ja, und er scheint bei Mr. Cutter zu stehen. Sieht ganz so aus, als ob da irgendwas zwischen den beiden los wäre. Oh. Sie streiten sich jetzt. Nein. Phil, da bist du ja. Hast du mal einen Moment Zeit? Sicher, eigentlich gibt es da auch etwas, was ich mit dir besprechen möchte. Aber nicht hier. Können wir uns ein etwas abgeschiedeneres Plätzchen suchen? Sie wollen die Kostszene zusammen nachdrehen. oder sie gehen vor die Tür und prügeln sich. Wie wäre es mit dem Kinosaal? Der dürfte jetzt leer sein, sodass wir ihn ganz für uns haben. Soll mir recht sein. Die lassen da bestimmt das Popcorn poppen. Die lassen da auf jeden Fall nichts anbrennen. Ja. Hast du das gesehen, Miss Layton? Sie sind zusammen im Kinosaal verschwunden. Ich kann das nicht. Hör auf zu grapschen und spiel das Spiel weiter, Mann. Nein. Ja, du grapschst ja nicht. Nee, ich grapsche ja nicht. So. Los, weiter. Ja. Ja, das ist eine sehr interessante Entwicklung. Los, wir müssen uns da reinschleichen. Oh je. Yeah. Sie müssen auch immer ihre Detektivspielchen spielen, Catria. Manche von uns haben richtige Arbeit zu tun. Ich meine, ein Porno zu drehen ist ja keine Arbeit. Ja, das machen jetzt nämlich Reggie Director und Filmcutter. Hinweis gefunden, Perfektionist. Fehlt noch ein letzter Hinweis. Der Perfektionist Rector war mit der letzten Kussszene unzufrieden, woraus Emiliana schließt, dass er sie selbst aus der Rolle geschnitten haben muss. Aber liegt sie da richtig? Nee. So, jetzt müssen wir wohl in den Kinosaal. Ja. Ist der neu? Ja. Aber wir haben hier noch wir nie haben nach da was noch nie gesucht. Gesucht, aber wir waren schon drin. Ja. Das ist ja seltsam. Wir haben sie doch hier reinkommen sehen. Und sind sie jetzt nur verschwunden? Hier drüben, Cat. Zwischen den Sitzreihen. Oh, wow. Ja, das ist jetzt blöd. Den Kleinen? Nein, wir gucken erstmal. Ja, stimmt. Oben über der Leinwand.
Hier ganz rechts in diesem Stückchen da, mit was wie aussieht wie eine Tür oder so. Ein Bild. Oder ein Bild. In der Lampe links an dem Eingang. Hm.